Hallo und herzlich willkommen. Heute ist Christi Himmelfahrt, Männertag oder Vatertag, wie ihr wollt, und ich stehe hier in der Werkstatt. Ich habe zwei Themen für euch, und zwar als erstes Arbeitssicherheit und als zweites der Bastel of Disaster im Radio. Und nach dem Intro geht's los. Ja, eigentlich war an dieser Stelle geplant der zweite Teil von Ich steige aufs Dach, also ein Video, in dem ich meine PV-Anlage, also mein Balkonkraftwerk, aufs Dach bringe. Allerdings war es in den letzten Tagen ein bisschen windig. Es war jetzt nicht stürmisch, aber es war windig. Und da ich kein richtiges Gurtzeug habe, stehe ich ungesichert auf dem Dach und müsste dann hier mit fast 2 Quadratmeter großen Paneelen rumhantieren. Und jede Böe zieht dort natürlich ordentlich dran. Ohne anständiges Gurtzeug, mit dem man sich sichern kann, ist das sicherlich gefährlich. Und ja, die Idee, einen Strick um Bauch zu machen, das ist wahrscheinlich nicht so toll. Da könnte ich mir auch gleich um Hals machen. Abgesehen davon, dass es ein bisschen windig war, hatte ich auch einen kleinen Unfall, der mich jetzt ein bisschen handicapt. Keine Angst, es ist nichts Schlimmes passiert. Aber was ist genau passiert? Ja, es ist passiert. Ich wollte mal eben nur. Ich denke mal, die meisten Unfälle in der Werkstatt passieren aufgrund, ich wollte nur mal kurz. Und was genau ist passiert, ich zeig's euch. Ihr kennt sicherlich den Spruch von O bis O, sprich Reifenwechsel, Winterräder vom Oktober bis Ostern und die Sommerräder von Ostern bis Oktober. Ja, Ostern ist schon lange vorbei und ich habe es erst jetzt geschafft, meine Räder zu wechseln, denn ich wechsle meine Räder selbst. So, ich habe hier schon mal aufgebaut, das ist der Wagenheber und vorgesehen ist hier dieser Haken, der ist hier einzuhaken und der Motor und Schlüssel ist hier die Kurbel. Das ist ziemlich gefährlich, weil ich hier immer mit den Knöcheln auf dem Pflaster lang schabe und das ist eher ungünstig. Deswegen mache ich das anders. Ich verwende hier einen Akkuschrauber und dort spanne ich jetzt diesen Haken ein und ich kann locker ganz locker das Auto hoch und runter fahren. Ja, das ist hier mein Schlagbohrschrauber von Parkside. Den habe ich schon mal in einem Video vorgestellt. Und zwar ist das ein Brushless Motor und der hat richtig Bums. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Newtonmeter das Ding schafft, doch es ist einiges. Und nicht umsonst ist hier im Koffer noch so ein Griff. Den Griff habe ich nicht verwendet. Ich fasse immer unten an den Akku und halte gegen. Man könnte auch mit links bohren, hier oben anfassen und dann kann sich das hier nicht verdrehen. Ja, ihr ahnt es schon, ich wollte nur mal kurz noch mal 2 Zentimeter nachstellen und habe mit einer Hand versucht, hier das Auto hochzustellen und in dem Moment schlug der Schrauber rum. Und ja, und wenn man hier so verkrampft ist, dann ist es auch nicht, dass man hier einfach loslässt. Es drückt einfach weiter. Ja, dabei habe ich mir ein bisschen die Hand und auch ein paar Finger überdehnt. Die tun jetzt ein bisschen weh, wenn ich sie bewege. Ansonsten ist zum Glück nichts passiert. Es kann aber viel schlimmer sein. Also immer daran denken, wenn ihr in der Werkstatt seid, irgendeine Maschine oder ein Gerät bedient, immer wachsam sein, immer hier oben das Ding einschalten und auch wenn es jetzt mal nur mal kurz ist, immer auf die Sicherheit achten. Doch kommen wir zu einem anderen Thema, der Bastel of Disaster im Radio. Doch dazu muss ich ein bisschen ausholen. Es gibt einen Typen, einen coolen Typen, der ist in mein Leben getreten, so 1983 rum. Ich liebe Musik. Und ich habe, und ich tue es auch immer noch, viel Radio gehört. Und dieser Typ, den ich meine, der hat mir die Gesichter der Idole gezeigt, die ich nur aus dem Radio kannte. Ihr müsst wissen, dass es für mich als Ossi nicht viele Möglichkeiten gab, die Gesichter oder die Hintergründe zu diesen Idolen, die ich nur aus dem Radio kannte, zu erfahren. Wir hatten doch nichts. Und das ist absoluter Käse. Wir hatten schon, wir hatten anders. Was wir allerdings nicht hatten, wir hatten so die einschlägigen Zeitschriften nicht, in denen jetzt diese Stars abgebildet waren, wo Interviews drin waren. Das hatten wir so nicht. Das heißt, wir hatten keinen Starschnitt und ich weiß bis heute nicht, wie ich ohne Dr. Sommer durch die Pubertät gekommen bin. So, und jetzt möchte ich auflösen, wer mir meine Stars präsentiert hat im Fernsehen. Und zwar Licht aus, Spot an.
Halt, falsches Jahrzehnt. Nein, natürlich rede ich von Peter Illmann, der mit seiner Sendung Formel 1 zumindest bei mir eingeschlagen hat wie eine Bombe. Ja, und Peter Illmann ist immer noch aktiv. Zurzeit moderiert er mit seiner Co-Moderatorin Marie PIM auf 80s 80s. 80s 80s könnt ihr empfangen über DAB, im Web und über die App. Mehr Informationen bekommt ihr unter 80s80s.de. Ja, und der Mann hat's wohl mit Abkürzungen. PIM steht dabei für Peter Illmann Morgen. Das ist ein Morgenmagazin. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. In diesem Morgenmagazin wird ein Quiz veranstaltet, ein sogenanntes 8-Sekunden-Spiel. Das heißt, man bekommt 8 Sekunden eines Titels irgendwo in der Mitte vorgespielt und muss entweder den Interpreten oder den Titel wissen. Da ich, wie ich anfangs erwähnt habe, Musik liebe und insbesondere die 80er, habe ich mich dort natürlich angemeldet und ich wurde angerufen. Hören wir mal rein. Einen schönen guten Morgen. Eine Hörerin oder ein Hörer, die werden jetzt so langsam so ein bisschen nervös, Marie, ne? Ich bin auch immer zusammengezuckt, wenn es hieß Test. Und jetzt ist es soweit. Wir testen euer Musikwissen. 80s, 80s. 80er in 8 Sekunden. Dietrich, hallo. Guten Morgen, Armin, Peter Illmann und Marie von 80s, 80s. Ich grüße dich. Hallo. Hallo, grüßt euch. Schön, dass du Zeit hast, denn du bist ja viel beschäftigt, denn du bist ja so ein bisschen auch in unserer Branche tätig, nicht? Was machst du da? Ja, ein bisschen nicht. Ich habe einen YouTube-Kanal, ein kleiner YouTube-Kanal, so mit 500 Abonnenten erst, habe ich jetzt so ungefähr 2 Jahre. Und ja, also ich mache so Astor- und Heimwerker-Videos. Was, Heimwerker-Videos? Ja. Und der Kanal heißt Bastler of Desaster. Und da ist, und da Bastler of Desaster, schön. Genau, da ist Name Programm, weil da steht unter dem Motto, ich habe keine Ahnung, aber ich mache es trotzdem. Oh, super. Ja, ich habe die Gelegenheit genutzt, gleich ein bisschen Werbung für meinen Kanal zu machen. Und kommen wir jetzt zum eigentlichen Spiel. Marie, sind wir schon klar? Können wir starten? Ich habe den Kassettenrekorder scharf gestellt, werde jetzt in die Mitte von irgendeinem 80er-Song reinspulen und dann geht's los. Ja. Hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. So. Habt ihr es erkannt? Ich kann nur sagen, ich ja. Und das ist der Turnbeutel, den es zu gewinnen gibt. Und wenn ihr auch die 80er so liebt wie ich, dann probiert es einfach mal aus. Meldet euch dort an und macht mit. Und dann könnt ihr so einen schönen Turnbeutel gewinnen. Und für alle, die das dann am Ende auch noch sehen möchten, einmal noch gesagt, Bastler of Desaster.